Janoschs Traumstunde. Von einem riesigen Haus. Ja. Die Geschichte heute handelt von einem riesigen Haus. Mit 10 Zimmern. 20 Zimmern. Ach, was sage ich? 100? 1000? Aber Millionen Zimmern. Ja. Bis in die Wolken. Ungefähr. Jedenfalls ziemlich hoch. Wolkenzimmerhaus heißt die Geschichte. Einmal sagte Schnuddelbuddel: Heute baue ich ein Haus. Und wer macht mit? Ich, rief Schnuddelpferdchen. Siehst du, wie ich losspringe? Ich hole nämlich alles, was wir dafür brauchen. Eine Säge und Nägel und dann Farbe und einen Pinsel. Aber wir brauchen auch ein Seil, rief Schnuddel. Und dann bauen wir das Haus. Dorthin. Auf diesen schönen kleinen Berg. Ein Haus muss nämlich eine große, weite Aussicht haben. Ja! Und wer ein Haus hat, der kann dort so viel Krach machen, wie er Lust hat, sagte Schnuddelpferdchen. Ist das gut, Schnuddelbuddel? So gut wie ein Sonntag und ein Feiertag zusammen, Schnuddelpferdchen. Und jetzt fangen wir sofort an. Ich muss nur noch schnell eine Leiter holen. Zuerst braucht das Haus 4 Pfähle, sagte Schnuddel. Damit es feststeht bei Wind und Sturm. Und bei Sturm, Wind, Regen, Schneesturm und Gewitter, rief Schnuddelpferdchen. Das wird ein wunderbar festes Haus, Schnuddelbuddel. Und unzerstörbar. Als das Haus fertig war, sagte Schnuddelbuddel: Und jetzt wird das Haus gestrichen. Und zwar blau. Rief Schnuddelpferdchen. Ich will auch ein Haus. Also bauten sie noch ein Pferdezimmer an. Und jetzt streichen wir es rosa. Rief Schnuddelpferdchen. Denn rosa ist meine Lieblingsherzfarbe. Also strichen sie Schnuddelpferdchens Haus rosa. Weil jeder sein Haus streichen kann, wie es ihm gefällt. Als das Pferdezimmer fertig war, sagte Schnuddelbuddel: Und jetzt brauchen wir noch ein Zimmer für ein Klavier. Dann kaufen wir uns ein Klavier und klimpern darauf, so laut wie wir wollen. Und du darfst auch darauf spielen. Willst du das? Oh ja! Ich spiele den Honigblumenwalzer, rief Schnuddelpferdchen. Und sie holten noch mehr Holz und Bretter. Und Farbe. Und Nägel. Und Balken. Als das Musikzimmer fertig war, strichen sie es grün. Jetzt hatten sie ein Schnuddelzimmerhaus,
ein Pferdezimmerhaus und ein Musikzimmerhaus. Aber Schnuddel hatte noch nicht genug. Er rief: Jetzt brauchen wir noch dringend ein Badezimmer, damit wir in der Badewanne toben können. Ein Sägezimmer, damit ich mit meiner Säge Bretter sägen kann. Dann will ich aber auch ein Honigeimerzimmer, damit ich meinen Honigeimer dort unterstellen kann, sagte Schnuddelpferdchen. Und dann, rief Schnuddelbuddel, brauchen wir noch ein Balkonhaus mit Kaninchenstall und ein Ferienhaus und ein Aussichtsturmzimmer. Und das alles haben sie noch gebaut. Also, ein Badezimmerhaus, ein Sägezimmerhaus, ein Honigeimerzimmerhaus, ein Balkonzimmerhaus, ein Kaninchenstallhaus, ein Ferienzimmer und ein Aussichtszimmerhaus. Und als alles fertig war, hatte Schnuddel immer noch nicht genug. Wir brauchen jetzt noch ein kleines Königszimmerhaus, ein Kanarienvogelgesangszimmerhaus, ein Freizeitgartenlauben-Penthaus, ein Wolkenzimmerhaus und eine Hubschraubergarage. Dann fiel Schnuddelbuddel nichts mehr ein. Schnuddelpferdchen holte Holz, Farbe und Nägel. Binde die Leiter an das Seil, damit ich noch etwas höher hinaufklettern kann, Schnuddelpferdchen, rief Schnuddel. Das kleine Königszimmerhaus strich Schnuddel Gold. Das Kanarienvogelsingzimmerhaus strich Schnuddel Gelb. Das Gartenlauben-Penthaus strich Schnuddel Rot. Hey, Schnuddel! Wie viele Zimmer willst du denn noch bauen, wenn das bloß gut geht? Schnuddel hatte aber immer noch nicht genug. Wir bauen jetzt nur noch ein Fernsehfeierabendzimmerhaus. Ein Sternschnuppensammelzimmerhaus, ein Luftschlosszimmerhaus und ein Scheißhaus. Aber das war zu viel. Denn was passierte dann? Na, wer weiß das? Jawohl. Alles fiel zusammen.